Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Uwe Gensheimer trifft mit Deutschland auf die Schweiz. Urheberrecht Getty Images. 21. Februar 2019, 11.26 Uhr. Spitzenhandball live im Free TV. Sport 1 zeigt das Länderspiel zwischen Deutschland und der Schweiz und auch das DHB-Frauennationalteam. Nach der emotionalen Heim-WM bestreiten die deutschen Handballer gegen die Schweiz ihr nächstes Länderspiel. Sport 1 überträgt das Match am Samstag, 9. März, live ab 13.55 Uhr im Free TV. Ein weiteres Handball-Highlight auf Sport 1 folgt am Samstag, 23. März. Die deutschen Handballerinnen müssen sich gegen die Niederlande bewähren. Die Partie wird live ab 16.40 Uhr im Free TV gezeigt. Auf dem Weg zu Olympischen Spielen 2020 bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land begeisterte die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop und erreichte nach starker Hauptrunde das Halbfinale. Damit ist das DHB-Team beim Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2020 dabei. Trotz der Halbfinalniederlage gegen Norwegen nahmen die deutschen Handballer die Fans für sich ein und behaupteten sich in der Weltspitze, unter anderem gegen Teams wie Spanien und Kroatien. Für Kapitän Uwe Gensheimer und seine Mitspieler geht es jetzt darum, in Düsseldorf gegen die Schweiz neue Varianten zu testen. Zugleich dürften mit Blick auf das Qualifikationsturnier zu den Olympischen Spielen in Tokio auch junge Spieler zum Zug kommen. Die Schweizer hoffen auf ihren Top-Spieler Andy Schmidt von den Rhein-Neckar-Löwen. Nehmen DHB-Frauen Revanche für EM-Niederlage. Die deutschen Handballerinnen bewältigten im Vorjahr einen Umbruch und präsentierten sich bei der Europameisterschaft 2018 mit einer verjüngten Mannschaft. Am Ende stand Platz 10 für das Team von Bundestrainer Henk Gröner. Mit dem Sport 1 Messenger keine News mehr verpassen. Hier anmelden. Anzeige mit dem Match gegen die Niederlande startet für die DHB-Frauen die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Japan, die am 30. November beginnt. Oranje ist ein echter Härtest für Deutschland. Bei der EM 2018 stand im letzten Hauptrundenspiel eine klare 21.27 Uhr Niederlage. In Oldenburg möchten die deutschen Handballerinnen nicht nur ein besseres Ergebnis erzielen, sondern auch kompakter auftreten. Auch Bundestrainer Gröner dürfte gegen sein Heimatland besonders motiviert sein.